So. Ah, da bin ich wieder. Ich habe mich wieder ausgekotzt. Oh, das tut so weh mittlerweile. Der ganze Hals brennt nur noch. Da muss ich mir mal einen drehen hier. Wow, das hat sich sowas von gelohnt. Komm, 100.000, 100.000, 100.000. Nein! Ah, ah gut, kriegen wir halt einen fetten Porsche. Was soll's. Finde ich sowieso schade, dass Porsche die Lizenzen nicht gegeben hat. Das finde ich so schade. Ich hätte so gern Panamera oder so gehabt. Okay. Ach, ich fahre einfach hier rüber. Es bringt nichts. Ich kann so viel husten, wie ich will. Ich muss direkt danach wieder. Es hört nicht auf. Ach geil, den können wir benutzen oder nehmen wir mal den Porsche, ja. Ah, Basche. Oh, nochmal was trinken. Nam, 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 nam. Nur mal sehen. Ist ja ein recht alter Porsche. Ist ja auch ein Retro-Supercar. Ups. Sorry, Kollege. Na nö. Da will jemand ein Foto haben, ja. So, wir gehen noch ganz nah ran. McLaren F1 ist das. Einfach so, einfach mal mitten im Rennen was fotografiert. Ah! Fährt sich gut. Ja, fährt sich eigentlich ganz gut. Ups. Nächster Gang. Überhaupt nicht übertrieben. Würde mich mal sowieso interessieren, warum Porsche nicht die die Lizenzen rausgehauen hat. Finde ich echt schade. Ich meine, das ist doch Werbung für die Autoindustrie, oder? Boah, habt ihr das gesehen? Das war Pro Gaming. Weil ich sag mal, es ist jetzt kein Spiel wie ein GTA, wenn die Autofirmen... Kacke. Filmclip, Zeit zum Abhängen. Nee, später. Ja, warum die die Lizenzen nicht rauskommen? Ich finde das echt schade. Ich sag mal, so ein fetter Panamera oder so ein Porsche GT3, GT3 RS von mir aus, das wäre doch dick nice gewesen. Ich meine, hier sind alle Autos drin. BMW hat viele Autos drin. Mercedes hat, naja, nicht ganz so viel, aber auch welche immerhin. Audi ist immer gut dabei. Warum nicht Porsche? Ich meine, Porsche ist definitiv nicht so eine Premium-Marke wie Lamborghini oder... Ein bisschen sehr abseits. Das ist jetzt nicht so eine Premium-Marke wie Lamborghini oder Bugatti oder so, die die Lizenzen rausgegeben haben. Ich verstehe das nicht ganz.
Porsche ist definitiv nicht so eine Premium-Marke. Ein Porsche Cayenne hätte ich auch hier gerne gehabt. Die Firmen sollen sich sowieso mal nicht so anstellen, ja? Ich meine, das ist doch Werbung für die ohne Ende, wenn man so sieht. Boah, Alter, was hat der Audi Q8, nee, nicht Q8, wie heißt der? Q5? Und Q7, Q7. Was hat der für eine Leistung, Alter? Den kaufe ich mir später. Jetzt mal im übertriebenen Maße, aber das ist doch Werbung für die wie ohne... Das ist doch Werbung? Ich meine, wann hat man mal so die Gelegenheit, ich sag mal, es ist... Gut, es ist virtuell, es kommt nicht das wirkliche Fahrgefühl rüber. Aber man kann halt mal austesten, so die Farben und so. Man kann sich schon mal so im Zug vielleicht entscheiden, welches Auto man kauft. Das ist doch Werbung ohne Ende. Weißt du, wenn die hier so einen fetten CLS haben von Mercedes oder so, sagt man sich auch... Alter. Oder den BMW M6. Ich sehe den BMW M6 sowieso recht oft auf der Straße. Der wird wohl sehr oft gekauft. Also ich finde, da sollte die Autos in Autoindustrie mal ein bisschen hier und so, ne? Oder so ein VW Touran, Touareg oder so, ein Cadillac, Caddy. Wäre auch mal geil gewesen. Da sollten die echt mal ein bisschen... Du hast das ganze Rennen kontrolliert. Die sollten echt mal ein bisschen hier klein beigeben. Noch 7000 EP, dann ist es wieder soweit. Dann haben wir schon wieder ein neues Level. Es geht so schnell. Ich glaube, wir haben, ich habe die Aufnahmesession mit zwei... Und wie viel gestartet? 30? 32? Nee. Na nö, der will fotografiert werden, aber hallo hier mit seinem Ferrari. Wo ist er? Da ist er. F40. Klassiker. So, nach 5 verfickte Autos, dann haben wir es wieder. Dann müssen wir 180 fotografieren und dann 200 und dann haben wir alle und ich hoffe, wir kriegen dann eine wunderhübsche Trophäe bzw. ein schönes Achievement. Da vorne ist ja gleich das nächste Rennen. Uah. Nein, das ist kein Geländeauto. Der ist definitiv nur auf der Straße nutzbar. Wir fahren mit dem Porsche. Ich hole mir für die One übrigens auch noch alle Controller. Die drei Call of Duty Edition. Also einmal der so leicht goldgrau, ein blauer und ein grüner noch. Und der weiße, wenn die weiße One auch noch draußen ist. Ich wollte eigentlich die weiße Xbox und die weiße PS4 mir eigentlich noch holen. Und die zwei schwarzen verkaufen, aber das werde ich dann doch nicht machen. Weil... Mann! Weil ich sag mal, es ist irgendwie rausgeschmissenes Geld nur wegen der Farbe. Die sollten die Farben gleich zum Anfang mal raushauen. Weil ich wäre einer der... Ich wäre jemand, der würde sich die weißen holen. Weil dieses ekelhafte Schwarz, ich kann es nicht mehr sehen. Alles ist schwarz. PC-Gehäuse, alles schwarz. Monitore, größtenteils auch alle schwarz. Ich meine, den neuen, den ich mir holen will, der ist silber oder ja, der ist silberschwarz. Das ist immerhin noch okay, da ist ein Kontrast dabei. Aber nur schwarz. Es ist ekelhaft. Ich werde mir auch kein schwarzes Auto holen. Keine schwarzen Klamotten so unbedingt viel tragen. Ich hasse schwarze Klamotten trage ich schon, weil das sieht eigentlich ganz gut aus, mal ab und zu. Aber PC-Gehäuse auch alle schwarz. Ich habe mir ein weißes geholt. Also schwarz ist echt so eine Farbe, mit der kann ich mich nicht anfreunden. Oh, der Felix, der geht aber ganz schön ab hier auf der Runde. Aber nicht gut genug, Felix. Oh. Der Neger kennt sich aus.
Komm, Porsche, gib Gummi. Wenn man jemanden rammt von hinten, ne? Also wenn man jemanden rammt, bricht das Auto selber aus. Ist das wirklich so? Ich weiß es nicht. Ich bin noch nie jemanden hinten drauf gefahren bei 150 km/h. Und ich will es auch, glaube ich, nicht ausprobieren. Also mit der Strecke komme ich hier nicht ganz zurecht. Jawohl. Also Bass Arena höre ich einfach am liebsten. Die spielen genau meine Musik. Ich muss einfach nur bei den Liedern viel dazwischen reden. Das muss einfach sein, damit die GEMA nicht anfangen zu meckern. Damit die nicht sagen, geh mal weg. Oh je, die Kupplung ist angeschlagen. Na komm. Achso, Gangwechsel. Na komm. Im Porsche geht die Puste aus hier. Der sagt ja Ready 6 Downfeed, glaube ich, und ich verstehe immer Ready 6 Selfie, verstehe ich immer. Hört doch auf zu drücken, ey. Sonst drücke ich gleich mal. Und der Felix ist echt gut hier in der Runde. Komm her. Ich krieg den nicht. Ja, siehst du mal, wie schlecht du bist. Deine Mutter. Man muss eigentlich echt vor jeder Kurve irgendwann mal zurückspulen, weil die fahren dann immer anders. Eben hat er gebremst, das hat er vorher nicht gemacht. Und ich drifte bei den Rennen viel zu viel. Ich darf nicht driften, weil das kostet eigentlich Zeit. Da muss ich auch in der Formel 1 aufpassen. Oh, falscher Gang. Nein! Ich war vorne, das lasse ich mir jetzt nicht geben. Vergiss es. Nichts als Base. In your face. Horizon Base and das wird ja langsam zur Gewohnheit. Ja, natürlich. Wie soll es anders sein? Als ich verlieren würde. Hashtag Einbildung. Oh Gott. Ich muss sagen, auf diesen Hashtag-Scheiß bin ich überhaupt nicht mitgezogen, ey. Hashtag YOLO. Level 43. Ein Sechzehntel. Sandra Gamer GK stand da gerade. Hört sich nach einer Frau an. Ist es aber wahrscheinlich nicht. So, Folge vorbei und wir... Alter. Also das waren wir mit dem Diablo, yeah. Arre! Eieiei, wer kam denn da aus der Menge herausgeschossen? Der Felix, der alte Sack. Mit seinem M1 war der dauernd vorne, aber wir haben den natürlich professionell abgezogen, wie es sein soll. Denn, also Pro-Gaming ist schon was für harte Kerle und das besitze ich auf alle Fälle. Also, es gibt keinen besseren als mich. Ja, doch, gibt's glaube ich schon. Ist ja total selbstüberschätzend, der Typ. Nein, bin ich nicht. Ich bin voll realistisch, ich bin total realistisch. Denn ich bin bester Horizon-Spieler, ich bin mir da ganz schön sicher.